ein Video. Heute habe ich ein Video für euch, das mit Schule zu tun hat, denn ich gehe in 2 Tagen wieder in die Schule und ich freue mich richtig nicht. Auf jeden Fall gibt es in der Schule ganz schön viele verschiedene Arten von Schülern und ein paar davon werde ich euch heute zeigen und ein paar andere davon wird euch der liebe Luca zeigen. Sein Video ist in der Beschreibung und checkt es bitte aus, er ist richtig cool. Das war ein komischer Move. Aber auf jeden Fall will ich jetzt nicht weiter labern, also fangen wir direkt an mit Arten von Schülern. Ich bin richtig motiviert gerade, ich bin so müde noch. Als erstes haben wir den Ausredensucher. Oh Gott, sorry, ich bin leider zu spät, aber mein Wecker war zu leise. Dann musste ich noch Brot holen, weil wir kein Brot mehr hatten. Also konnte ich nichts essen und ich brauche Essen. Und dann musste ich noch meine Schwester wickeln und es war einfach viel zu stressig. Und dann habe ich noch den Bus verpasst, deshalb musste ich Fahrrad fahren. Also deshalb bin ich einfach zu spät. Und du hast doch gar keine Schwester. Das war übrigens die Person, die gerade gepetzt hat. Ja, du hast doch gar keine Schwester. Und ich weiß, dass Luca diese Person auch in seinem Video hat, aber es musste einfach sein, weil die Petze ist so nervig. Einfach unnötig. So, dann gibt es noch den Schüler, der nie lernt, aber trotzdem gute Noten schreibt. Und diese Person sagt dann sowas wie, oh, weißt du, ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Klausur. Weißt du, ich habe gar nicht gelernt und ich weiß nicht, was ich tun soll, weißt du? Weil wenn ich eine schlechte Note habe und das geht in mein Zeug und 15 Punkte, Mann! Ich habe doch gewusst, ich bin der Beste. Die Beste, whatever, I don't care. Naja, und dann gibt es auf jeden Fall noch den Schüler, der immer lernt, aber trotzdem schlechte Noten schreibt. Weißt du, ich habe ein so gutes Gefühl bei der Klausur. Ich habe so oft gelernt und ich konnte das alles so perfekt zu Hause. Und also wenn ich keine richtig gute Note, 15 Punkte mindestens. Also ich muss eine gute Note schreiben. Was hast du denn so? Und diesen Schüler kennt ihr bestimmt alle. Er hat nie irgendetwas dabei. Sorry, hast du vielleicht ein Blatt für mich oder sowas? Irgendwie ein Stift vielleicht auch noch? Dankeschön. Könntest du mir vielleicht auch noch deinen Kleber geben und deine Schere? Ich habe es leider nicht dabei. Nächstes Mal bringe ich es mit, dann kannst du es von mir haben. Hey, ich habe mein Essen vergessen. Kann ich vielleicht was von dir haben oder kannst du mir ein bisschen Geld geben? Mein Geld habe ich natürlich auch nicht dabei. Kann ich vielleicht auch noch deinen Haustürschlüssel haben, damit ich einfach gleich bei dir anziehen kann? Schüler, der einfach nichts macht. Ihn interessiert gar nichts. Er kommt meistens noch nicht mehr zur Schule, aber das ist eigentlich nebensächlich. Meistens sitzt er einfach im Unterricht und macht einfach nichts. Er kann auch gleich zu Hause bleiben, oder? Aber I don't care. Ich glaube, den kleinen Schleimbeutel von Schüler kennt ihr alle. Und zwar den Schleimer, wie ich gerade schon angedeutet habe. Diese Art von Schüler lacht über jeglichen Lehrerwitz. Der Schüler geht immer an die Tafel, schreibt immer irgendwas auf, ist sich konstant am Melden. Ihr wisst, was ich meine. Okay, also das waren jetzt erstmal die Arten von Schülern, auf die ich gekommen bin. Wenn ihr noch mehr Arten von Schülern kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Oder schaut beim Luca vorbei, vielleicht ist euch dann noch was anderes eingefallen. Und wenn ihr von meinem Kanal auf Lukas Video geht, schreibt mal in seine Kommentare, Laura ist cool. Einfach, um zu zeigen, dass ich cool bin. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Collabs auch sehen wollt, also Kooperationen mit anderen Menschen auf Deutsch. Oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos vergessen wollt. Ich habe auch Social Medias, da könnt ihr mir gerne folgen. Ich bin ziemlich aktiv. Und sonst hoffe ich, ihr habt noch einen rebellischen Tag. Ciao!